Ja, wunderschönen guten Tag hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich möchte euch heute vorstellen den Cargo Bull Schmitz bei Wotan. Ja, und zwar ist das ein Auflieger mit ganz vielen Funktionen. Und zwar gibt es ihn in drei Designs. Also drei großen Designs. Einmal hier als plane Spiegel. Wir machen mal X, klappen das Ding auf, hinten schöner Holzfußboden drin, ist ein Long Vehicle. So, der hat sogar Spanngurte, der hat, wenn ihr oben links, links guckt, hat der sogar Arbeitsmodis. Je nachdem, was wir haben wollen, dementsprechend Autoload Arbeitsmodus anschalten. Dann wir können sogar ein Nummernschild auswählen. So, Land auswählen, Deutschland. Europäisch. Und dann kann man hier nicht Niedersachsen. Wir können grün, wir können schwarz. Wir machen hier mal scrollen. Wir machen hier mal ein D für Düsseldorf und den machen wir mal weg. Hier hin. Ruhig. Warum kriege ich den Niedersachsen hier nicht weg? Auf jeden Fall können wir das Nummernschild hier schön auswählen. Jo. Gucken wir mal, was der zweite so Schickes hat. Zack. So, hier können wir dann mit Keypad 9 die Schubwand aktivieren. Heißt also, wir können den kompletten Mist hinten rausschieben. Das ist so eher die Geschichte. Ladung, also Schuttgut. Den können wir auch zulassen. Wir können ihn wieder zuklappen. Wir können, ja, die Plane schließen. Und damit ist das Schüttgut weg. So, dann gehen wir zu Trailer Nummer 3. Mit der Kühleinrichtung. Stehe ich denn da? Nein, ich stehe noch nicht mal halbwegs drunter. Ich bin ja ehrlich gesagt ein Fan von diesen Aufliegern. So, zack. Auch dieser kann hier alle möglichen Sachen wieder machen. Er hat auch wieder einen Autolademodus. Wir machen ihn mal auf und gucken mal auch rein. So, hinten ist die Klimatisierung. Und mit Keypad 7 kann man die Klimaanlage anmachen. Und dann läuft die. Und mit Keypad 7 macht man die auch wieder aus. So, und wisst ihr was? Wir haben hier Paletten stehen. Wir machen Y-Paletten. Arbeitsmodus anschalten. V. So. Zwei Paletten sind drin. Sammeln wir noch die dritte ein. Schalten wir den Arbeitsmodus mal aus. Aber der ist leer.
Und jetzt laden wir mal ab. Und zwar passen die Paletten da nicht rein. Also. Machen wir mal. Rundballen 1,50. Und schalten den Arbeitsmodus nochmal an. Machen den Arbeitsmodus nochmal aus. Und können sagen. Können gar nichts sagen. Wir müssen das Gerät erst auffüllen. Aber wir haben Abladeseiten und. Ja. War ein bisschen buggy mit den Paletten, aber mit anderen Paletten, wie zum Beispiel den Holz, den normalen Bretterpaletten, sollte das nicht funktionieren. Sollte das nicht passieren, dass das so buggy ist. Von daher, liebe Leute, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von diesem Mod haltet. Habt ihr ihn im Einsatz? Ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von euch bekomme. Auch über ein Däumchen würde ich mich freuen. Also, haut rein, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Tschüss.